Angefangen hat das eigentlich vor 15 Jahren. 1998 war die erste Zeitzeugin hier im AJZ. Und damals hätten wir natürlich niemals gedacht, dass so ein Bestand, so ein Archiv entsteht, weil schon damals waren die Überlebenden in einem fortgeschrittenen Alter. Und wir haben gedacht, man muss diese Geschichten So festhalten. viel ein bisschen mal Und geredet. viele der Zeitzeugen haben uns eben auch ihre Fotos und Dokumente zur Verfügung gestellt. In manchen Fällen haben wir dann selbst auch nochmal recherchiert, teilweise in Jugendprojekten, haben in Archiven Dokumente gefunden, konnten einigen Überlebenden sogar Nachrichten überbringen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Das ist meine Mutti. Und ja, haben bisher 20 Filme für die Erinnerungs- und Bildungsarbeit produzieren können aus diesem Bestand. Im November 2013 haben wir hier in Dessau-Roßlau eine Gedenkveranstaltung der Stadt mit ausgestalten können, die an den 75. Jahrestag des Novemberpogroms erinnert hat. Und die Steine wurden von Jugendlichen aus Dessau-Roßlau mit den uns bekannten 150 Namen der Opfer des Holocaust aus unserer Stadt beschriftet und letztlich hier auf den jüdischen Friedhof zu verbringen, um symbolisch, ja, weil kein Grab da ist, zumindest der Namen zu erinnern, der Menschen zu erinnern. Im Namen dieser Mitglieder jüdischer Gemeinde, ich kann sagen, vielen Dank für deine Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ja, Alex Wedding, Ede und Unku, das ist ein Buch, das vielen ehemaligen DDR-Bürgern sehr vertraut ist. Die Unku war ein real existierendes Mädchen, eine junge Sintetzer, deren Weg, wie so viele andere Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau endete. Ja, und mit den Nach Jugendlichen Kneipen haben sind wir wir nachgelaufen. Da ist auch die Stationen hier in Kneipen. Da kannst du dich Dessau-Roßlau, in erinnern. Magdeburg, in Auschwitz-Birkenau haben wir Ich habe die geforscht, Nummer Z3. viele Dokumente gefunden und haben letztlich unsere Forschungsergebnisse in einem Film zusammengetragen, was mit Unko geschah, das kurze Leben der Erna Lauenburger. Unku und der 2 Jahre ältere Otto verliebten sich ineinander. Beide ahnten wohl kaum, wie wenig gemeinsame Zeit ihnen bleiben sollte. Und wir werden weiterhin ihre Geschichten erzählen und die Geschichten ihrer ermordeten Verwandten. Und was natürlich auch bleibt, das sind die ganz persönlichen Erinnerungen. Etwas, was uns niemand im Leben mehr wegnehmen kann. Botschafterin für Demokratie und Toleranz, Jana Müller.